Yay! Wir sind da! Dann wollen wir erstmal Champion raten. Wer wird hier heute gespielt? Was sehen wir denn heute auf der Top-Lane? Oh! Hab ich da was gehört? Oh! Engage! Mit dem Ash Arrow kann man da, wie gesagt, immer noch gut um Objekte kämpfen. Moment, hast du gerade Ash indirekt gelobt? Das ist das Einzige, was er halt kann. Ich meine, du hast einen Champion, der hat nur ein Spell. Und das ist halt nicht gut. So. Game Unicorns of Love. Gegen Giants. Yay! Yay! Okay. Tja, Leute, welcher Champion waren wir? Gut, Kasadin. Giants verliert. Unicorns of Love geht 2-0 raus. Ich denke, das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wir gehen in die Pause rein. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Gut, Giants gegen Unicorns. Moment, du warst doch der, der eben unbedingt... Ja, du hast gewonnen. Nee, yeah! Du hast auch verloren. Yeah! Nein, du hast zweimal... Boom, boom. Nee. Aber es wird ein 1-1, keine Sorge. Also nee, es wird ein 2-0, weil sich für Kasadin entschieden hat. Das konnte ich ja nicht rechnen. Ich wusste ja nicht, dass die Leute auf FF20 gehen. Ich finde Kasadin übrigens ziemlich stark. Ne? Übel gut. Kasadin ist in Europa einfach der letzte Schrei. Ihr sehen müsst, mit was für entsetzten Augen sich... Ja, das ist so, wenn du zum Abi-Ball, gut. zum Abi-Ball mit Badelatschen... Oh! Und Knight, der ist tot. Kasadin, ich wiederhole es nochmal, ist übel gut in der europäischen LCS. Ja? Ja, gut. Weißt du, glaubst, dass man den halt einfach mit einem Pink Ward vertreiben kann, aber im Late Game haut er richtig raus. Der Kasadin. Ich sag mal King of Spandau nächsten Dienstag. Ja, wenn du da den Kasadin auspackst, wäre ich super glücklich. Das wird dann instant kommen. Oh. Und nun bin ich gespannt. Ich setze ja immer noch ganz große Hoffnung auf Knight. Nicht wegkommen. Wow, das ist... Jetzt wird er noch claimen. Pass auf, er gewinnt jetzt. Nee. Weil es ist Mini-Knight. Er gewinnt. Er gibt auf! Hör auf zu surrender und töte ihn! Was machen die denn da? Was? Ja, oh, ich hab's gesagt! Ja, ich bin der Prediction Master! Das ist doch... Ich wusste es! Sonst da, tschüss! Ach, einfach weil du EU gewohnt bist. Ich bin diesen Clown-Zirkus da einfach nicht mehr gewohnt. Ja, das Knight da ist gar nicht so schlimm. Knight hat aber sich entschieden, bei einer Mario-Party ein Lenkrad mitzubringen, weißt du? Das ist einfach nicht clever, weißt du? Aber haben sie diese nicht getan und sonst, der bereitet sich vor auf den Arrow seines Lebens. Oh mein Gott, da war ein Ward! Wie konnte der den verfehlen? Er dachte, der muss den Ward treffen. Ja, das Spiel nicht ganz verstanden. Er dachte, er ist hier Robin Hood und sollte von dem Ward einen Apfel runterschießen. War aber nicht so. Ich hab's. Kasadin ist das Carpador der Kluft. Das Carpador der Kluft? Ja, und wenn Kasadin 4 Items hat, würde zu Garados. Boah, das ist sogar smart. Ah, Force Pulse. Oh, er beteiligt sich. Garados. Setz Hype aus. Platscher, Platscher. Nein. Es ist immer noch Platscher. Es ist noch Platscher, aber es wird bald zu Verzweifler, weil dann hat er ja kein Mana mehr. Und dann kommen die Auto-Attacks und die machen mehr Damage. Ja gut, reden wir nicht um den heißen Brei. Es ist auch die Spitzenbegegnung des heutigen Tages. Wurde immer auf die Mitte des Tages gelegt, bewusst. Rocket Vitality. Ja gut. Das ist quasi wie Formel 1 Rennen mit Trabis. Bin gespannt, das ist ein Ocean Drake, ist jetzt nicht das totale Fiasko für Rocket, aber den geschenkten Gaul. Geschenkten Gaul fängt man nicht. Denn sonst hast du im Glashaus. Denn sonst regnet es 3 Tage. Genau das. Das 5. Rad fällt nicht weit vom Stamm. Wer anderen eine Grube trägt, trägt, ja, sitzt im Glashaus. Ja, das ist vollkommen richtig. Ist die Straße nass? Führen die Wege nach Rom. Du, boah, bei Tennismatch würdest du echt tilten, ne? Tennis zugucken ist aber echt chillig. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Worauf? Je nachdem, wie ich, was ich aus dem Zugucken gewinnen will. Okay, was möchtest du? Zum Beispiel Frauentennis. So, Frauentennis brauchst du ja nicht zu gucken, musst ja nur hören. Also ein einziges Meme.
And is so close. Frauentennis ist wie, wenn du auf dem koreanischen Server bist. Und Lisandra. Und Lisandra gegen Lisandra in der Mitte spielt. Jeden verdammten Morgen hatte ich das letzten Split. Weil Lisandra ja auch durchgehend Meta war. Die wollte ja einfach nicht verschwinden. Midlane, Toplane. Und du musst einfach nur die koreanische Lisandra, Leute, wenn die ihr Q macht, ihre Auto-Attack. Ne, eigentlich jeder Spell und Auto-Attacks. Ah! 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 Und vor allem ist ah! es. Ah! Also, und du hoffst einfach nur, dass sie Full AP geht und nicht auf Cooldown Reduction. Jo. Weil sie halt nur. Oh, 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 oh. Und das, wir können sie jetzt halt schlecht nachmachen, weil wir das nicht mit einer weiblichen Stimme können. Aber das ist halt echt absolut awesome gewesen. Vor allem war es halt dann auch so, dass ich dann habe ich halt immer den Game Sound leiser gemacht und dann alle, ich höre gar keine Musik, dann mach ich lauter, Alessandra, mach du wieder leiser. Und dann halt auch immer diese Leute, die mir private Nachrichten geschrieben haben, meine Eltern necken immer, ich gucke Pornos. Ja, ist aber wirklich so. Und ich denke mir so, ja, sorry, Bro. Sorry, das ist halt wirklich so. Dann kannst du halt sagen, nee, ich gucke ein Tennisspiel. So. Ja. Das geht sobald Williams spielt, ist halt GG. So, da weißt du halt überhaupt nicht, was passiert in dem Raum. Ja, ihr hört das Klopfen. Ja! Ich sag mal, wozu ihr den Kill geben? Ist egal. Was ist das denn? Doch, ich wusste, worauf ich hinaus will. Stehst du halt dann du hast ja und meine Last Hits. Und wie die denn runtergespielt werden, das werden gleich Maxim, der schönste Mensch der Welt, und Johnny für euch. Carsten, wow! Spaß bei Fnatic gegen H2K. What? Ja, Maxim, der schönste Mensch der Welt. Und Johnny. Ich geh da jetzt rüber. Geh da rüber. Mike, ich komme! Aber dann schließt er dann mit. Kannst du dich jetzt aufdrehen? Ja, Maxim hat sich einfach nicht ein halbes Pizzastück, sondern eine Pizza in den Mund geschoben. Und ich denke mir, wenn ich ihn jetzt anspreche, kommt der übelste Verlegenheit, aber ihm ist das scheißegal. Ich wollte was sagen. Vor allem ist das Lustige auch, dass du das aber das intern vorher gesagt hast, dass du Schmatzen als das Schlimmste beim Menschen findest und du sitzt einfach da, während 12.000 Leute zugucken und gönnst dir erstmal die Pizza. Ich sag mal, der Tarm kennt Schmäh. Der hält sich nicht zurück. Ja, gut. Aber ja, Kikis. Du hast ja. Ich kann nicht mehr ernst nehmen. So. Was geht auf einmal? Lass uns über Kikis reden. Sag mal, was. Oh, ich verschlucke mich da gleich. Oh, das riecht toll. Oh, lol, hier, das kann man auch. Oh, Mann, das ist ekelhaft. Oh, nein! Nein! Nein, nein, nein! Das ist nein! Nein! Du hast halt das macht man nicht! Was denn? Du hast es ausgekotzt und ich wieder hab doch, ich hab's, es war doch das machen Hunde! Und bei Hunden finde ich es ekelhaft! Aber warte doch mal, keine Menschen! Das war doch nicht mal mein Magen! Das machen Menschen nicht! Warte mal, Kühe, wieder Coin darauf! Ja, jetzt geht's mir wieder gut. Aber mir geht's schlecht. Ich brauche einen Arzt. Oh nein! Johnny, was ist da los? Das frage ich dich ja. So. Oh, Russland ist ein verstörendes. Warte, jetzt kommt aber der Russland-Flame. Ja, Kiki. Oh. Gut, also Tam Kench verliert das Top-Lane-Duell. Und bis gleich. Boom. Alles klar.